Frankie, 0:1 in letzter Sekunde verlieren wir gegen Schalke 04. Deine erste Einschätzung zur Partie? Ja, schwieriges Spiel auf jeden Fall. Ich denke, wir haben uns ja über den Kampf ins Spiel reingebissen, sage ich mal. Letztlich hatte Schalke deutlich mehr, was Torchancen angeht. Ich glaube, Ron hat uns das ein oder andere Mal richtig den Arsch gerettet. Dann musst du halt so ein dreckiges Spiel mit einem 0-0 einfach über die Bühne kriegen. Und dann kriegst du halt in der letzten Sekunde so ein Eiertor. Da ist halt einfach die Zuteilung hat einfach nicht gepasst. Und dann steht er komplett blank und kann aus, keine Ahnung, aus 6 Metern ins Tor schießen. Das darf eigentlich einfach nicht sein. Und dann ja, verlierst du das Spiel hier, was eigentlich nicht hätte sein müssen. Aber letztlich ist es vielleicht noch nicht mal unverdient für Schalke. Vielleicht ist das so, lass uns kurz über Ron sprechen. Der hat ja heute wirklich Heldentaten da vollbracht. Also Wahnsinn, krasse Reflexe. Hast du schon was von ihm gehört? Was ist mit ihm? Kannst du uns schon irgendwie mehr sagen? Er meint, es hat gezwickt in der Wade. Deswegen denke ich mal, keine Ahnung, irgendwas mit dem Muskel. Der hatte davor Riesenparaden. Ich glaube, da können wir uns bei ihm bedanken, dass es da noch 0-0 stand. Da hat er uns im Spiel gehalten. Eigentlich darf er gar nicht so viel zu tun haben. Deswegen... tut es mir irgendwo auch leid und klar, jetzt hoffen wir, dass es nicht zu schlimm ist, auch wenn wir da noch einen zweiten guten Torwart haben mit Martin. Einmal müssen wir heute natürlich auch über die Atmosphäre reden. 39.500 Zuschauer waren jetzt letztendlich im Stadion. Wie war es beim Warmmachen reinzukommen während des Spiels? Wie war es auf dem Platz zu stehen heute endlich mal wieder vor so vielen Menschen? Ja, war Gänsehaut. Ich glaube schon, wo wir hierher gefahren sind, einfach die Massen wieder zu sehen, wenn man mit dem Bus fährt und gefühlt gar nicht durchkommt. Ich glaube, da hat sich jeder riesig gefreut, wo wir rausgekommen sind und es saßen schon einige da. Super Atmosphäre, dafür spielen wir Fußball und ja, wir hätten den Fans natürlich gerne heute den Sieg geschenkt. Nächstes Mal. Danke dir.